und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ihr seht, es ging weiter. Die Fräse, mechanisch war sie ja schon soweit fertig. Soweit. Ich bin ja noch ein paar Empfehlungen aus den Kommentaren gefolgt. Wie zum Beispiel Loctite auf die Madenschrauben für die Z-Achse, also für die Pullis, damit die nicht abrauscht. Super, danke für den Tipp. Dann habe ich ja hier und da ein paar Beilagscheiben vergessen, beziehungsweise so Federscheiben. Da habe ich auch nachgeholt. Steht bei dem jeweiligen Video aber unten als angepinnter Kommentar, damit euch das nicht auch passiert. Ich habe den Schaltschrank fertiggestellt und das habe ich so nebenzu gemacht. Hat eigentlich zwei Hintergründe. Ich wollte gar nicht so viel dazu erklären zum Schaltschrank. Ich zeige euch einmal kurz, wie er ausschaut und wie er aufgebaut ist. Aber es gibt so viele Anleitungen dazu und ich bin kein Elektriker oder Elektroniker oder sonst irgendwas mit Strom. Und ich bin auch nur diesen Anleitungen gefolgt. Das heißt, die verlinke ich euch unten. Schaut da rein. Ich sage euch auch, wo ich welche Anleitung benutzt habe oder welche Anleitung gefolgt bin. Und ob das Ganze so funktioniert, das weiß ich auch noch nicht, denn er steht ja immer noch hier. Genau, so viel mal dazu. Ja, wie gesagt, habe ich so nebenzu gemacht. Habe ich jetzt auch nicht gefilmt, explizit nicht gefilmt, denn meistens, wenn ich hier irgendwas gemacht habe, ist mein Junior hier auch durchgewuselt und der sollte da eigentlich jetzt nicht irgendwo immer im Video dann auftauchen. Deswegen, und meistens bin ich dann aber wieder weggesprungen, habe mal, keine Ahnung, Viertelstunde, halbe Stunde was ganz anderes gemacht, habe dann wieder weitergemacht. Deswegen, das war nicht am Stück und deswegen gab es da oder gibt es da jetzt auch wirklich kein Video dafür. Ich habe ja so ein altes Tower-Gehäuse, ist ein Chieftec Big Tower, den ich hier verwendet habe. Kriegt ihr eBay Kleinanzeigen und so weiter relativ preiswert oft. Wir haben zwei Ein- und Ausschalter. Ich habe es, glaube ich, im letzten Video schon erzählt. Ich habe den Anschluss vom FU bzw. der Spindelsteuerung getrennt. Läuft also hier separat. Das heißt, ich habe hier auf der einen Seite den Ein- und Ausschalter für die Steuerung für das Netzteil. Und so weiter. Und hier drüben schalte ich den FU separat. Ob der hier drin ist, ob das gut ist oder schlecht, das weiß ich nicht. Also die Meinungen gehen ja wahnsinnig auseinander. Ich weiß es nicht. Wir werden es ausprobieren. Wenn ich merke, ich habe dauernd Störungen und USB-Fehler oder Schrittverluste oder, dann fliegt er hier raus. Gar keine Frage. Dann macht das gar keinen Sinn. Jetzt fand ich es aber ganz schick, wenn er da drin ist. Ich bin hier auch auf relativ viele Ratschläge eingegangen und von dem her habe ich das jetzt so gemacht. Der ist komplett eingehaust, sozusagen in einem faradayischen Käfig, das komplett auch geschirmt ist und beziehungsweise auf der Schirmung und auf der Erdung mit angelegt ist. Das zeige ich euch gleich. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran, damit ihr hier seht, was hier alles drin steckt. Also wie gesagt, das ist der FU. 220 Volt, 2,2 kW. Dann haben wir hier die zwei Ein-Ausschalter. Hier vorne ist sonst nichts. Hier sind ja noch so Original-LEDs drin. Die möchte ich dann früher oder später für die LEDs hier auf den Boards ersetzen. Das heißt, hier habe ich eine Power-LED und eine, glaube ich, die anzeigt, dass was verarbeitet wird. Und Sie gucken, wie die hier leuchten. Und dann möchte ich hier die LEDs von dem Gehäuse einfach mitverwenden. Beziehungsweise einfach verbinden und anschließen. Ja, das ist prinzipiell gar kein Problem. Genau, ich drehe es mal um und hole mal die Kamera näher und dann schauen wir uns das an. Okay, jetzt müsste so ziemlich alles drauf sein. Schauen wir mal. Fangen wir oben an. Die Anschlüsse hinten zeige ich euch natürlich auch noch. Hier oben kommt der Strom rein. Einmal für die Spindel eben oder für den FU. Und einmal für die Stromversorgung, die wir hier drinnen haben. Hier oben haben wir das erste Netzteil, das habe ich euch, glaube ich, im letzten Video schon erzählt. Ich gehe es nur ganz kurz durch. Das hier ist das Netzteil, das hier die Schritttreiber oder die Motortreiber versorgt. Das ist das kleine Netzteil, das nur für das Board hier unten da ist. Ich habe hier drei Relais, die sind soweit angeschlossen, allerdings noch nicht am Board. Hier kann ich dann später direkt über Estelcam schalten, Fräser brauche ich nicht, ich habe eine FU drin, aber Staubsauger oder Kühlung, Schmiermittel, Pumpe, was weiß ich. Ja, also ich habe hier drei Steckdosen, die ich im Endeffekt darüber schalten kann. Ja, wenn ich Bock habe, könnte ich, glaube ich, nur das Licht aus und anmachen. Genau, also das sind diese drei Relais.
Diesem Aufbau hier bin ich gefolgt von der Seite von Estelcam. Da ist so ein Schaltschrankaufbau mit dabei. Da bin ich einfach die Anleitung durchgegangen. Fertig. Da sind auch die ganzen Sachen verlinkt. Da sind hier diese Klemmen mit dabei, was ich echt genial einfach finde. Auf der Hutschiene drauf, dann so ein Halter und dann die Vago-Klemmen drauf. Das ist eine nicht ganz zu. Auch nicht? Ah, okay. Oh. Nö, passt schon. Genau. Hier ist dieser Käfig, den ich erwähnt hatte, für den FU. Ich habe das angeschliffen, man hat mir geraten, denn das ist alles elixiert, das Alu. Wenn ich hier was draufschraube, dass ich das anschleife, das habe ich hier gemacht. Hier auf der Seite, auf der Rückseite, unten, oben, vorne, überall sind da im Endeffekt Erdungskabel aufgelegt. Ich hoffe, das hilft. Ansonsten, wie gesagt, fliegt er raus. Es ist relativ simpel gehalten, das heißt, wenn ich sage, ich nehme den raus, dann stecke ich den einfach ab und nehme die Teile und fertig. Ja. Wir haben hier einen Lüfter drin, der hier bläst raus. Der hier bläst einmal das Ganze nach oben. Und wir haben drei, die hier die Luft reinblasen. Der hier verteilt die Luft ein bisschen hier oben zum FU hin. Und der zieht es auch wieder raus. Das heißt, wir haben dreimal rein, zweimal raus. Wird wahrscheinlich völlig übertrieben sein. Allein schon, weil es hier auch nie so warm wird. Wir haben jetzt aktuell knappe 8 Grad und es scheint die Sonne. Es ist echt warm. Ich habe das Tor offen. Freut mich wie, wie Hölle, dass ich mal überall, über die Temperatur komme, wo ich hier am Erfrieren bin. Deswegen, aber richtig warm wird es hier nicht. Wir haben also immer auch einen Kaltluftkreislauf. Und wie gesagt, also ich glaube nicht, dass das ein Problem gibt. Wo war ich? Nein, bla bla bla. Wir haben hier die Motortreiber. Und jetzt ist es so, ich habe die schon mal getestet. Einer war direkt defekt, weil ich habe natürlich wieder nicht zugehört und war wieder geizig. Ich habe hier so billige China-Kracher Motortreiber bestellt, wovon einer halt gleich kaputt war. Und die anderen funktionieren aber alle. Den hier habe ich ausgetauscht. Das ist jetzt einer von, wie heißt es, Stepper Online. Direkt bei Amazon. Ich verlinke ihn euch. Könnt ihr auch über Stepper Online direkt auf der Seite kaufen. Hat tatsächlich das gleiche gekostet, mit dem Unterschied, dass ich bei Stepper Online mit Versand das gleiche bin und bei Amazon das gleiche, halt nur kostenloser Versand. Das heißt, wenn ich 4 Stück bestelle, wäre ich bei Stepper Online halt günstiger gewesen. Ob das jetzt gut ist oder schlecht mit diesen billigen, die ich noch hier drin habe, das weiß ich nicht. Viele haben geschrieben, dass sie Schrittverluste haben dadurch. Viele haben geschrieben, dass sie irgendwelche Fehler haben. Viele haben auch geschrieben, dass sie dass die Motoren so laut klingen würden. Das kann ich jetzt so noch, weiß ich nicht. Deswegen, also keine Ahnung. Allerdings habe ich eine 2,2 kW China-Spindel mit 24.000 Umdrehungen dran. Ich glaube, wir hören keinen Motor mehr. Bin ich mal der Meinung. Also über Geräuschpegel mache ich mir bei einer Fräse einfach keine Gedanken. Das Ding wird schreien und laut sein und fertig. Ja, deswegen. Und ja, das ist also die Lautstärke ist tatsächlich bei mir einfach dahin. Also solange keine Fehler sind und solange die Treiber so laufen, dass ich keine Schrittverluste habe und die den Weg zurücklegen am Ende, die sie machen sollen, habe ich jetzt da keinen Stress. Wenn natürlich einer ausfällt, dann wird es ausgetauscht. Dann haben wir unten das Board vom Timo Alt-Holtmann. Habe ich jetzt den Namen endlich mal merken können. Ich hoffe es. Ich verlinke es euch unten. Auch da wunderbare Anleitung mit dabei. Auch für, vor allem, was die Anleitung angeht, für das Anschließen der FU ist mit dabei. Für den FU ganz kurz bei Estelcam, ich verlinke es euch auch unten und ihr kriegt eine Liste unten. Unten, was man bei dem FU beachten muss oder beziehungsweise bei der China-Spindel. Manche sind nicht geerdet, meiner war es. Ich habe es aber tatsächlich direkt aufgemacht und habe nachgeguckt, denn das sind so für mich Sachen, die einfach auch existenziell wichtig sind. Allein schon, weil ich halt von Elektronik wenig Ahnung habe, hoffe ich dann, dass mich die Erdung im Zweifelsfalle rettet. Und natürlich nichts brennt. Also wenn es nicht brennt, bin ich immer schon happy. Also wir haben hier das Board vom Timo. Das habe ich ein bisschen schräg ansetzen müssen, denn gerade wäre es nicht nahe gegangen und liegend auch nicht. Denn ich habe hier diesen Stecker und der geht hier auf das WLAN, über das Wireless-Modul für Handrad und Joystick und so weiter. Und ja, das muss ich noch bauen. Hier habe ich es natürlich schon eingebaut, denn ich musste ja gucken, dass es mit dem Platz hinpasst. Deswegen habe ich hier ein bisschen Gas gegeben. Das, die Steuerung selber habe ich noch nicht gebaut. Aber bei Estelcam habe ich ja tatsächlich
so ziemlich jede Steuerung, die man sich wünschen kann. Also ich kann mit der Maus steuern, direkt über die Pfeiltasten. Ich kann mit der normalen Tastatur steuern. Ich kann mit einem Bluetooth-Nummernpad direkt nochmal steuern. Und ich habe so einen Xbox-Controller hier liegen. Mit dem kann ich, glaube ich, auch steuern. So, und jetzt kann ich hier dann an Bord direkt auch nochmal mit Handrad und Joystick steuern. Also, irre, oder? Also, ich glaube, ich steuere mich zu Tode. Ich fräse nur noch per Hand, weil ich so viele Möglichkeiten habe. Weil es so viel Spaß macht dann wahrscheinlich auch. Genau, das ist das Wireless-Modul. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon ganz unten angekommen. Das heißt, wir haben hier oben die Stromversorgung im Endeffekt. Und hier unten wird es dann immer fein elektronischer. Zeige ich es jetzt einfach. Dann drehen wir es nochmal rum. Also auf der Rückseite ist gar nichts. Hier auf dieser Seite ist nur ein Loch, wo mein USB-Kabel rauskommt für den Rechner. Was haben wir hinten? Wir haben FU, Stromeingang, Steuerung, Stromeingang und eben den Spindelausgang. Und das war eben das, was ich gesagt habe. Wir haben hier wirklich nur Strom rein zu dem Schalter vorne. Der geht unten auf den FU und vom FU geht direkt hier die Spindelsteuerung wieder hier oben raus. Das Einzige, was vom FU nach unten geht, ist im Endeffekt die Ansteuerung von dem Board, damit ich die Spindeldrehzahl darüber steuern kann. Müsste ich aber nicht. Also ich könnte tatsächlich auch das hier separat machen, könnte sagen, okay, ich mache das am FU direkt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe bisher noch nicht, also meine jetzige Fräse macht überhaupt so gut wie gar keine Drehzahl. Das heißt, ich fahre immer Vollgas. Weil, was hat die 3000, glaube ich, oder sowas Umdrehungen? Das weiß ich nicht. Also da fährst du einfach immer mit maximaler Drehzahl. Ich wüsste nicht, warum ich das runterregeln sollte. Bei der Fräse ist es jetzt natürlich so, wenn ich mal Acryl oder sowas vielleicht fräsen will, muss ich runterregeln. Aber ob ich das wärmend fräsen mache oder ob ich das nicht einfach von vornherein einstelle, ja, ich weiß es nicht, ob ich das so brauche, überhaupt die Funktion. Ich lasse mich da überraschen. Also, wie gesagt, hier wird die Spindel angeschlossen. Das ist tatsächlich so ein Nadelöhr, wo mir momentan ein bisschen Sorgen macht. Also der Stecker sollte prinzipiell schon die Leistung auch aushalten. Aber ich weiß es nicht. Also ich bin damit nicht ganz so happy und ich hoffe, dass das Teil hier nicht abfackelt, weil es halt echt so ein Nadelöhr ist. Also, finde ich. Ich meine, wir haben hier solche Steckdosen. Da habe ich zwei Leitungen und das ist so ein Klopper. Ja? Und hier oben habe ich drei Leitungen plus Erdung plus Schirm auf so einem Mini-Teil. Gell? Also ich weiß es nicht, ob ich damit so glücklich werde. Also lange Rede, kurzer Sinn, hier sind die drei Steckdosen, die ich über die Relais schalten kann. Dann haben wir hier X, Y, Y, Z und eine, weil ich einfach den Platz hatte, habe ich hier nochmal eine fünfte Dose hingemacht, denn ich habe einen Teileapparat, der angetrieben ist, den ich tatsächlich noch an der anderen Fräse eben habe. Vielleicht will ich es irgendwann mal umbauen. Hier hatte ich den Platz und jetzt war ich eh schon am Bauen. Deswegen ist hier ein Leerer noch mit dabei. Dann kommt erstmal nichts. Und ganz unten haben wir Sensor 1 und Sensor 2. Sensor 1 sind alle, was ist das? Z und X. Z und X Sensor, den habe ich zusammen. Und Sensor 2 ist Y, oder? Y ist der vorhin. Ja, Y. Der ist auf Sensor 2. Die sind alle mit als Schirm. Und jetzt kommen wir eigentlich genau zu dem Punkt, warum das Ganze relativ lange dauert oder bei mir so lange gedauert hat auch, das ganze Ding fertigzustellen, ist wahnsinnig viel Lötarbeiten. Wir haben ja hier jedes Mal, drehst du mal rum. Also die Kabel sind übrigens super, die Steuerleitungen, diese Ölflex-Steuerleitungen, denn die sind immer beschriftet, die Kabel, da steht 1, 2, 3 drauf. Das vierte ist das grün-gelbe, grün-gelb, grün-gelb. Das ist die Nummer 4 sozusagen bei den Motoren. Und der fünfte Anschluss ist der Schirm. Das heißt, ich habe an dem Stecker wirklich alle fünf Pins belegt. Und hier das fünfte ist der Schirm. Der wird hier auch an der Seite einfach hingeerdet. Und das habe ich überall gemacht. Aber es sind halt wahnsinnig viele Lötanschlussstellen. Und ich sage jetzt mal, an den Buchsen geht es noch relativ gut. Die Stecker sind für mich... waren die furchtbar zum Löten. Also da habe ich echt lange gebraucht. Ich zeige euch das nachher dann an der Fräse. Und ja, wie das Ganze aussieht. Ansonsten die Steuerleitung. Es ist relativ simpel. Wie gesagt, die sind alle beschriftet. Auch die Buchsen sind beschriftet. Auch da sind Nummern drauf. 1, 2, 3, 4, 5. Und auch bei den Steckern sind alle Pins im Endeffekt durchnummeriert. Das heißt, man muss sich
nicht großartig was merken oder irgendwelche Farbcodes oder wie auch immer, sondern ich löte 1 bis 5 drauf, fertig. Ja? Und wie gesagt, auch hier folge ich den Anleitungen. Genau. Bei ein paar Sachen habe ich mehr nachlesen müssen, weil ich halt einfach keine Ahnung davon habe von dem ganzen Zeug. Das heißt also, einmal das mit den Nummern fand ich super, habe ich am Anfang echt gedacht, so scheiße, wie mache ich den ganzen Mist? Aber das geht erst rein. Es gibt nochmal eine Anleitung im Netz, habe ich gefunden, wie man die Stepper hier einstellt. Ist auch super einfach im Endeffekt. Das heißt, ich habe hier, steht tatsächlich eine Anleitung drauf. Das heißt, ich habe hier drüben die Pins. Und der sagt hier einfach, da steht dann on ist, wenn er unten ist, off ist, wenn er oben ist. Das steht hier auf der Seite drauf. Bei manchen, bei dem Stepper Online steht es vorne mit drauf. Und dann gucke ich einfach auf die erste Tabelle SW123. Damit stelle ich ein, wie viel Ampere ich brauche oder freigebe für die Motoren. Ja? Und hier habe ich dann einfach eingestellt, jetzt 2,84 Ampere on, on, off. Das heißt, ich mache einfach die Pins 1, 2 an, der dritte aus. Dann kommt der Pin 4, der sagt, habe ich an oder aus, was ist das, die Bremse oder das Haltemoment. Ja? Also mit wie viel Ampere macht er hier Haltemoment? Das bei der Z-Achse habe ich mehr, habe ich auf volle Amperezahl und bei den anderen auf halbe, weil die haben normalerweise keine Belastung, wenn sie nicht fahren. Also hoffe ich zumindest mal nicht. Ansonsten, wie gesagt, bei mir ist das ja, ihr seht ja, das ist ja angeordnet. Ich kann hier direkt das umstecken. Das ist mal hier die obere Tabelle. Und die untere Tabelle gibt die Schritte an. Die Schritte habt ihr hier. Ich habe 1600 bei X und Y und bei Z habe ich 800. Das heißt, je mehr Impuls oder je mehr Schritte ich mache, desto feinfühliger fährt er, weil er dann einfach ja öfters, ja, wie soll ich sagen, stehen bleibt, also mehr Rastermarken hat, wenn ihr euch so einen Kreis vorstellt, dann hat er mehr Punkte, wo er stehen bleiben kann, also fährt wahnsinnig feinfühliger und auch kann feiner auflösen, hat aber dadurch auch weniger Drehmoment, also weniger Kraft. Jetzt ist es so, bei X und Y brauche ich nicht so viel Kraft, also wir haben ja den langen Schlitten zur Seite und vor und zurück. Das heißt, hier habe ich auf 1600 geschalten, das heißt off, off, on, on steht hier in der Tabelle. Und genauso habe ich das geschalten. Und bei der Z-Achse, weil der muss ja wirklich das Gewicht von der Spindel hoch und runter fahren. Ich habe aber auch so einen sehr, sehr kurzen Weg. Und ich löse, glaube ich, nicht. Bei der Höhe brauche ich es nicht so fein auflösend. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und durch das, dass wir da auch keinen Riemenantrieb haben, sondern die Spindel, löst er eh einen Ticken feiner auf. Da bin ich auf 800. Das heißt, on, off, on, on stellt man dann hier ein mit den 4 Pins. Und dann weiß der im Endeffekt, was man zu tun hat. Das Einzige, was ihr wissen müsst, das, was ihr hier einstellt, muss natürlich im Estelcam auch eingestellt werden. In den Maschinenrichtlinien im Endeffekt oder in den Maschineneinstellungen. Damit auch Estelcam weiß, wie viel oder wie weit fährt er und wie löst du auf. Ja? Also, wie gesagt, da war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, wie das Ganze funktioniert. Aber auch das, es gibt glaube ich, für alles eine Anleitung im Internet. Da fragt man sich echt, was hat man früher gemacht? Ja, früher hat man sowas lernen müssen. Gell? Ist einfach so. Ja, also, soweit zum Schaltschrank. Ja, ich bin kein Elektriker. Ja, sollte man die Finger davon lassen, wenn man keine Ahnung hat? Absolut. Wenn ich das immer machen würde, würde ich wahrscheinlich gar nichts tun. Also, wenn ich nur das machen würde, wovon ich wirklich Ahnung habe, dann würde ich wahrscheinlich auf dem Sofa sitzen und Fernsehen schauen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es auch Fachleute für. Ich habe das nicht gelernt, ich habe aber wahnsinnig viel gelesen und ich habe wahnsinnig viele Rückfragen gemacht. Natürlich habe ich Elektriker in meinem Freundeskreis und auch die habe ich gefragt und die haben dann gesagt, ja das und das, da musst du aufpassen, wie geht es hier zum Beispiel mit dem Schirm. Also ist überhaupt keine Frage, ich bin da nicht so blauäugig und sage, ich habe keine Ahnung, aber ich haue einfach mal hier 220 Volt in so eine Kiste, wird schon nichts passieren. Das nicht, das rate ich auch wirklich jeden davon ab und jeder, der sagt, ah, das ist mir zu heiß, holt euch echt Hilfe. Ja, kann ich nur raten und wie gesagt, deswegen mache ich selber jetzt auch kein Anleitungsvideo, wie ihr hier irgendwas anklemmen sollt, denn ich bin hier nur Laie und das steht mir einfach das nicht zu, euch hier irgendwo eine Anleitung zu geben. Ja, ich verlinke euch, wie gesagt, das unten und ihr müsst ja nicht solche speziellen Aufbauten machen, baut einen sauberen Schaltschrank,
Oder kauft einen fertigen, die Dinger gibt es auch fertig verkabelt für CNC-Fräsen. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Alles besser als das, dass ihr am Schluss irgendwie von dem Ding gegrillt werdet oder dass euch die Bude abfackelt. Ja, das wäre alles sinnbefreit. Wir gehen jetzt mal da schnell rüber zur Fräse und dann zeige ich euch, was ich da so gemacht habe. Und dann würde ich sagen, wir schließen ihn endlich mal an und gucken, ob die erste Regung kommt. Und ich freue mich, ich kann es echt nicht erwarten. Also, bis gleich. Nachdem der Rechner auch irgendwann mal in sich hochgefahren ist, machen wir mal Esslecam an. Zu Esslecam selber, es gibt Anleitungen genug im Netz, auch hier erkläre ich jetzt eigentlich nicht relativ viel. Auch hier bin ich einfach den Anleitungen gefolgt und habe das Ganze, als ich den Rechner gemacht habe und das Arduino programmiert habe, beziehungsweise das Board zusammengebaut habe, habe ich schon mal alle Werte eingetragen. Das heißt, das brauche ich nicht mehr machen, ansonsten kommt das hier unter Einstellungen, CNC-Steuerung, wird eingetragen, eben diese Schritte, je Umdrehung. Auch hier gibt es wunderbar ein Video von, wie auch immer heißen mag, ich weiß es wieder überhaupt nicht, ich name ihr das. Ich verlinke es euch unten, der hat eine super Erklärung dazu gemacht. Schritte, je Umdrehung, 1600, 1600 und auch Z, die 800. Dann Weg, je Umdrehung, maximaler Vorschub, Trägheit und so weiter, das habe ich eigentlich alles gelassen. Dann wird das Ganze auf den Arduino eben programmiert und dann passt es. Conf 4 sollte passen, zumindest war da, habe ich da nichts geändert. Und jetzt ist auf F2, kann ich hier diese Steuerung starten. Und jetzt schauen wir mal, fahren wir mal vorsichtig hoch und runter. Oder? Auf diesen Moment freue ich mich schon seit Tagen. So, Z-Achse, okay, die ist flott unterwegs. Hört ihr was? Also ich höre mehr Vogelgezwitscher als Motor, also ich weiß auch nicht. So, links, rechts. Okay. Weiß nicht, ob die Wege passen. Also ich habe hier noch nichts eingestellt sonst. Ich will einfach nur wissen, ob das Ding sich bewegt. Die Endabschalter dürften auch noch nicht reagieren. Deswegen bin ich jetzt hier noch ein bisschen vorsichtig an den Seiten. Da muss ich erst gucken, ob ich die richtig, ob ich die noch invertieren muss oder ob ich die überhaupt richtig angeschlossen habe. Was haben wir noch? Vor und zurück. Ja, das funktioniert ja wunderbar. Also der FU ist momentan noch aus. Einfach aus dem Hintergrund, denn ich will ja unter Umständen Fehler ausschließen, falls was nicht geht oder falls irgendwas nicht macht. Also das ist tatsächlich was, das habe ich vermisst, das ist was, das habe ich an der Steuerung einfach vermisst, denn auch bei meinen Modellen bin ich ja so, dass ich immer wieder mal zwischendrin gerne was probieren will, zum Beispiel, wenn ich jetzt die Beleuchtung einbaue oder ein Soundmodul, dass ich sage, ja, das schließe ich mal schnell an und probiere es. Hier musst du die Steuerung von A bis Z im Endeffekt wirklich einmal komplett aufbauen. Du kannst nicht einfach sagen, ja gut, ich klemme jetzt hier mal mit zwei Kabeln irgendwie 220 Volt an und guck mal, ob da sich was, das geht gar nicht. Das heißt, hier habe ich wirklich warten müssen, bis ich so weit bin, dass alles drin ist, und das, um das zu testen, denn ich wollte keine provisorische Steuerung haben. Bei meiner Proxon, die Proxon, diese kleine Fräse, die habe ich umgebaut auf CNC schon mal mit einem Bausatz. Relativ erschwinglich, aber du hast halt keinen Weg und im Endeffekt auch wirklich keine Kraft an dem Teil. Aber es ist super, um mal den Einstieg zu erlernen, weil es ist natürlich preislich wahnsinnig erschwinglich. Und ja, war auch super, aber da habe ich wirklich ein Provisorium gehabt, da hing die Platine einfach, lag halt da, fertig. Also da war kein Gehäuse, da war nichts Besonderes. Aber das ist halt jetzt hier doch eine andere Hausnummer. Ich würde sagen, jetzt schalten wir mal den FU noch ein. Ja, ah, der, mit Verzögerung, okay,
damit man sich nochmal kurz Gedanken machen kann, ob das eine gute Idee war. Ich weiß nicht, wie ich ihn jetzt momentan angeschlossen habe. Ich weiß nicht, ob ich die Drehzahl schon steuern kann. Ich glaube, das muss man noch einprogrammieren. Also ein paar Sachen habe ich programmiert, wie auf der Seite in der Anleitung von Estecam beschrieben, mit diesen Programmpunkten, wo man eben auch die Maximalfrequenz und die Mindestfrequenz und so weiter festlegt. Das habe ich alles schon gemacht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich schon das so eingestellt habe, dass ich es komplett über Estecam steuern kann. Was ich auf jeden Fall drauf habe, ist Motor starten. So laut ist die gar nicht. Also ich habe ganz viele Videos gesehen, wo die so einen Lüfter oben drauf schnallen, damit der leise wird. Oder kommt es erst? Wird es erst noch lauter? Ich finde den. Ich höre irgendwas quietschen. Also, ich meine, es kann ja jetzt nicht an dem Material liegen. Klar, wenn ich jetzt irgendwie Vollgas durch Alu fahre, dass der dann natürlich ein bisschen schreit, wenn ich da irgendwie die falschen Werte eintrage. Aber den Fräser selber finde ich jetzt nicht laut. Was war da? Was? Kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Also finde ich jetzt nicht laut. Finde ich, gibt weitaus Schlimmeres. Wenn wir jetzt mal den Motor noch dazu nehmen. Die Hölle. Könnte ich mal im Schlafzimmer aufbauen, so leise wie es jetzt gerade ist. Ja, ich weiß nicht, warum die so quietscht. Und ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Video seht, das ist wahrscheinlich nicht. Die dreht links rum. Okay, also ich schätze mal, ich muss noch irgendwas umdrehen. Ich weiß zwar noch nicht was, aber irgendwas werde ich umdrehen müssen, denn die läuft links rum. Oder? Ja, also die läuft gegen den Uhrzeigersinn aktuell. Da weiß ich jetzt noch nicht genau, muss ich nachlesen, was ich umstellen muss oder was ich umstellen ändern muss. Wenn ich es jetzt anmache und ändere hier die. Was ist denn das? Okay, geht's hier mal runter? Nee, also. An der Drehzahl ändert sich hier mal noch gar nichts. Das muss ich auch noch einstellen. Ja. So. Und jetzt muss ich im Endeffekt einmal gucken, sind wir überall im Winkel, wie maßhaltig ist das Ganze. Ich werde jetzt dann mal die Messuhr draufschneiden. Und ja, jetzt habe ich wieder, du machst irgendwas und du hast wieder einen To-Do-Katalog. Also die Spindel muss in die richtige Richtung drehen. Das ist schon mal das Erste. Dann muss ich gucken, warum das so quietscht, das muss ich auch nachgucken. Dann die Drehzahlsteuerung, denn jetzt habe ich extra das ganze Ding dann eingebaut und angeschlossen an dem Board. Dann will ich natürlich auch, dass ich die Drehzahl damit regulieren kann, denn alles andere wäre ja jetzt wieder ja, Quatsch. Ja. Das muss funktionieren. Dann werde ich mal ein bisschen die Wege ausmessen, das heißt, dass wenn ich sage, fahr 10 cm, ob er auch die 10 cm dann ganz genau anfährt. Vorher natürlich noch die ganzen Endabschalter einmal testen, ob die jetzt alle richtig funktionieren, ob die richtig eingestellt sind. Was habe ich noch zu tun? Meine Güte. Ich will noch die Kabel verstecken. Habe mir so einen Kabelschlauch gekauft, den man so aufmachen kann. Gibt es in allen möglichen Farben. Nachdem ich hier jetzt die Druckteile schon in dem hübschen Grün habe, da haben wir gedacht, das passt ganz gut, glaube ich. Wir halten uns, wir bleiben bei Grün. Und ja. Wie gesagt, ich werde jetzt mal ein bisschen messen, mal ein bisschen rumspielen. Sie fährt, was wollte ich mehr? Ich meine, hätte auch sein können, dass das Ding einen Knall tut und ja, einmal kurz weißer Rauch, Papst gewählt, alles gut. Ich widme mich wieder meinem Modell, aber von dem her, das haben wir ja nicht. Genau. Momentan läuft zum Thema Modellbau, ich wollte es nur noch mal erwähnen, eine Abstimmung, mit was wir hier noch so weitermachen. Also, ihr seht, nach dem Fräsprojekt wird wahrscheinlich hier ihr Ende sein. So ist momentan die Tendenz. Was andere Sachen als den Modellbau bei mir angeht, habe ich auch überhaupt kein Problem. Denn Videos machen kostet halt auch ein bisschen Zeit immer. Aber ich mache es ja gerne. Also mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Deswegen, also ihr könnt immer noch abstimmen. Das ist natürlich weiterhin offen. Aber die Richtung ist schon mal ganz klar.
Und bei mir ergibt sich so ein bisschen was an Änderungen. Deswegen ist es relativ gut, wenn ihr jetzt sagt, ihr klickt auf Abonnieren. Ich blende euch hier nochmal irgendwo. Da, Seitenverkehr. Ist der Abonnieren-Button. Klickt auf Abonnieren, klickt die Glocke an. Denn wenn es mit der nächsten großen Serie weitergeht von der Umfrage, dann wird es einen Zeitfaktor geben. Als kleine Überraschung. Deswegen will ich dann am Ende kein Mimimi hören, wenn man es nicht mitbekommen hat, weil man eben hier nicht abonniert und nicht die Glocke gedrückt hat. Jedem sein Ding, man muss es nicht, und wenn ihr sagt, ja doch, war irgendwie falsch abonniert, könnt ihr natürlich auch jederzeit wieder aussteigen. Aber ich bin mir sicher, es lohnt sich auf jeden Fall, und wie gesagt, ich will nicht, dass ihr da was verpasst, wäre nämlich echt schade. Joa. Dann sehen wir uns nämlich hoffentlich beim nächsten Video wieder, und ja, bis dann!